Hi, ich bin Alex von The Voice of CNC und bin jetzt bei dem Stand von Fanuc. Und neben mir ist der technische Leiter CNC, der Agus. Und Agus wird uns heute ein bisschen was über die neue Steuerungsgeneration von Fanuc erzählen. Ja, Alex, vielen Dank, dass ich hier was zu der Steuerung von Fanuc, die neue Generation. Das haben wir als FS500 getauft. Und die Neuigkeiten ist zum einen, wir haben hier eine neue Oberfläche entwickelt. Das ist auf Web basiert, das heißt voll modern und ist auch Richtung Cyber Security voll konform. Die IEC 62443-3-4, 1 und 2, alles voll zertifiziert. Neue Programmiersprache für die SPS, auch IEC konform, 61131, Structured Text. Eine Neuigkeit ist auch natürlich hier die Möglichkeit, dass dadurch, dass wir hier mit einem Webbrowser kommunizieren können, können wir auch mit Tablet hier die Maschine dadurch bedienen oder auch nur monitoren. Ein weiterer Vorteil ist von der neuen Steuerungstechnik die Kombination mit dem Antriebstechnik. Das ist energietechnisch viel effizienter unterwegs. Wir haben gesagt, bis zu 10% können wir im Vergleich zu der älteren Antriebsgeneration sparen. Okay. Jetzt sagtest du ja, die neue Oberfläche ist webbasiert. Inwiefern hilft die Webbasierung bei der Internetsicherheit oder bei der IT-Security? Ja, wie gesagt, wir haben im Prinzip alle Kommunikation verschlüsselt zwischen der IPC und der Steuerung und auch dann die Kommunikation zwischen Webserver und dem Webclient ist auch gesichert. Das heißt, wir erfüllen dann die IEC 62443-3-4 vollkommen. Agus, jetzt hast du ja vorhin gesagt, die Konnektivität, da seid ihr ja nicht nur Maschinensteuerungshersteller, ihr bestellt ja auch Roboter her und auch die müssen gesteuert werden. Wie kriege ich die verbunden? Das ist ganz einfach. Das ist sogar eigentlich schon vorher möglich. Das heißt, wir können Roboter ganz einfach zu unserer Steuerung anbinden und dann auch sogar mit G-Code programmieren. Der Vorteil für Maschinenbauer ist, man muss die neue Robotersprache nicht lernen, sondern man kann mit G-Code programmieren. Das hört sich fantastisch an und genau das gucken wir uns jetzt auch an. Ja, bei den Robotern angekommen steht neben mir der Nils. Nils ist der Marketingleiter bei Fanuc. Und ja, wie Agus vorhin schon erzählt hat, es ist ja relativ einfach geworden, Roboter anzubinden. Nils, was kannst du uns erzählen? Ja, danke Alex. Also hier haben wir unsere Roboter dabei. Man sieht ja auf der ganzen Messe, Roboter spielen immer mehr eine Rolle an den Maschinen. Es gibt kaum noch eine nicht automatisierte Maschine. Das adressiert ja auch so ein bisschen das Thema Fachkräftemangel und all die Herausforderungen, die es im Markt gerade gibt. Und es ist eben nicht so, dass der Roboter nur B- und entladen kann, sondern was wir hier eben damit dabei haben, ist ein Roboter, den man so auch an eine Maschine stellen kann, der aber in Kombination mit unserer neuen Steuerung und den neuen Kamerasystemen tatsächlich auch gleichzeitig noch ein paar mehr Aufgaben erledigen kann, wie in diesem Beispiel eben auch die Qualitätsinspektion. Was wir total sehen gerade, was einfach der Trend ist, ist eigentlich an jede Maschine einen Roboter zu bringen. Früher oder später, die alten werden nachgerüstet, genauso werden viele neue mit Roboter ausgeliefert. Und das kann man entweder tun, indem man es sehr professionell macht mit einem Industrieroboter, der dann in einer Zelle vollautomatisiert quasi fertigen kann. Man kann aber auch, wenn man sich da so langsam rantasten möchte, anfangen damit mit einem kollaborierenden Roboter. Und die gucken wir uns hier mal an. Sehr gerne. Hier haben wir jetzt unsere kollaborierende Roboter-Serie, der CRX. In diesem Fall kann der bis zu 20 Kilo Traglast heben. Und der Vorteil an diesen Robotern ist eben, dass die total platzsparend einsetzbar sind. Sie sind sehr leicht und flexibel einsetzbar. Und die kann wirklich jeder programmieren, der sich mit ein bisschen Zeit und Tutorials einarbeiten kann. Man kann die quasi über Drag and Drop programmieren. Man kann den Roboter an die Hand nehmen und ihn einlernen, sodass wir die Hürde senken, sich an die Roboter ranzutrauen und vielleicht in der eigenen Fertigung einfach mal zu probieren, was kann ich mit Automatisierung erreichen, wo kann sie mir helfen, wo kann ich vielleicht auch die dritte mannlose Schicht über Nacht laufen lassen und so ein bisschen effizienter werden. Und da haben wir hier die Roboter mit dabei, die sich jetzt auch so langsam immer mehr hier auf der Messe ausbreiten, was uns natürlich sehr freut. Und wir, glaube ich, hiermit so ein bisschen die Lücke schließen können zwischen den sehr professionell automatisierten Maschinen und vielleicht die Leute, die sich langsam rantasten wollen. Und genau das wollen wir uns im Podcast mit Fanuc, bei Fanuc dann näher angucken. Voice of CNC schaut hinter die Kulissen, freut euch drauf, ich freue mich drauf. Nils, vielen Dank für deine Vielen Zeit. Dank, Alex. Bis dahin. Bis dahin.